Guten Tag, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu dem Viertelfinale in Düsseldorf in der Comeniushalle in dem Festung von ARD Giants Düsseldorf. Heute im Viertelfinale gegen die deutsche für die deutsche Meisterschaft spielen sich gegenüber ARD Giants Düsseldorf U16 und die Alba Berlin Mannschaft der U16 Jugend. Es war ein langer Weg über Hauptrunde und Vorrunde bis hin zu diesem Zeitpunkt heute. Später dazu etwas mehr Details. Jetzt erstmal die Aufstellungen der Mannschaften von Alba Berlin und ART Düsseldorf. Alba Berlin beginnt heute mit Niklas Brendel, Malte Dello, Florian Fieske, Rocco Greif, Elias Gross, Ben Link, Elias Rödel, Justin Rogge, Leander Schwalm, Hendrik Warner und Bela Wenzel. Das sind die Spieler von Alba Berlin, die heute auf dem Spielberichtsbogen stehen, also die auch mitspielen werden. Die Starting Five der Düsseldorfer und auch die komplette Mannschaft stellt sich wie folgt dar. Der Coach Jonas Jönke schickt heute ins Spiel mit der Nummer 6 Kandas Babaigit, mit der Nummer 7 Daniel Poten, mit der Nummer 8 Matthew Banowetz, mit der Nummer 9 Daniel Rotammel, mit der Nummer 10 Lennart Schild, mit der Nummer 12 Dean Pobritsch, mit der Nummer 13 Ege Ildan, mit der Nummer 14 Stefan Nilges, mit der Nummer 15 Jonathan Bröhr, mit der Nummer 21 John Seigel, mit der Nummer 35 Manuel Boyang und mit der Nummer 47 Petros Apostolou. Die Starting Five von heute, der Düsseldorfer Jonas Jönke und sein Team beginnen mit folgender Starting Five. Mit der Nummer 8 Matthew Banowetz, mit der Nummer 10 Lennart Schild, mit der Nummer 21 John Seigel, mit der Nummer 35 Manuel Boyang, mit der Nummer 47 Petros Apostolou. Es war ein langer Weg bis zum heutigen Spiel hier in der Halle. Es ging über mehrere Spiele in der Vorrunde, danach mehrere Spiele in der Hauptrunde. Und vor allem ging es letzten Wochen im Achtelfinale gegen eine weitere Berliner Mannschaft. Die konnte in über 3 Spiele besiegt werden und dementsprechend stehen wir heute im Viertelfinale gegen Alba Berlin für die deutsche Meisterschaft. Da gab es auch schon das erste Spiel von 3 am Wochenende in Berlin. Leider wurde dieses Spiel verloren mit 87 zu 50 für Alba Berlin. Heißt noch nichts, wir wissen, im Basketball kann sich sowas schnell ändern. Dementsprechend sollten unsere Jungs heute das Spiel hier gewinnen. Wird es ein drittes Spiel in Berlin geben, nächstes Wochenende. Sollten natürlich Alba Berlin gewinnen, dann sind die im Halbfinale für die Final Four. Da es in diesem Spielmodus darum geht, im Viertelfinale, welche Mannschaft 2 von 3 Spielen gewinnt. Also Best of 3. Die Mannschaften kommen in wenigen Minuten aufs Feld. So,
Die Zuschauer merken auch, die Spannung steigt. Es geht jetzt in das entscheidende Spiel gegen Alba Berlin zu Hause am 1. Mai 2017. So, erster Ball schon für die Düsseldorfer. Wichtig wird es heute sein, dass wir vor allem im ersten Viertel so weit wie möglich dagegen halten oder sogar die Führung gehen können, da die Mannschaft von Alba Berlin ein sehr breites und gut besetztes Kader hat, merkt man oft, dass sie alle vier Viertel gut durchhalten, gut durchwechseln können. Das ist bei den Düsseldorfer ein wenig anders. Da gibt es einige Basisspieler, Stammspieler, die müssen über längere Distanzen gehen. Entsprechend war es auch in das Ergebnis letztes Wochenende, also vor zwei Tagen in Berlin. Da konnten die RT Giants gut dagegen halten in der ersten Viertel, was mit 20 zu 19 an Berlin ging. Und man merkte danach, dass konditionell abgebaut wurde und einige Leitspieler längere Spielzeiten bekamen, bis hin zu 30 Minuten. Dann ist man erschöpft und entsprechend schaltete sich das dann Ergebnis im dritten und vierten Viertel. Bis hierhin 0:0 und im Tempo Gegenstoß aktuell die Düsseldorfer. Schade. Manuel Boyang mit dem ersten Versuch an den Korb. Alba mit dem ersten Versuch leid und abgewiffen von Schiedsrichter. Foul Düsseldorf. Die ersten Freiwürfe für Alba Berlin. Es steht an dem Freiwurfpunkt mit der Nummer 14. So, der erste Punkt für Alba Berlin mit der Nummer 14, Ben Link. Und 2:0 für Alba Berlin. Ben Link verwandelt beide Farbe, zweite Freiwürfe, 2:0. Düsseldorfer im Aufbauspiel. Alles momentan noch ein wenig zu statisch. Die Abwehrspieler von Alba Berlin konnten jedes Mal bis jetzt dazwischen gehen. Tempo Gegenschuss von Alba und es steht 0:4. 4:0 für Alba Berlin. Düsseldorf versucht es mal mit der Brechstange über Petrus Apostolou. Leider wieder kein Punkt für ART Giants Düsseldorf. Alba Berlin führt aktuell mit 4:0. Gute Abwehr und Einwurf für die Düsseldorfer. Den Einwurf bringt ins Spiel mit der Nummer 35 Manuel Boyang. Geht auf der rechten Seite mit Petrus Apostolou, der gefoult wird. Erstes Foul Berlin. Der Zuschauer noch zurückhalten nach diesem etwas unbefriedigenden Start in die ersten drei Minuten des Spiels. Nummer 21 im Dreierwurf und sauber! Ein Dreierwurf von John Seidel. Und er steht schon 3:4 für die Düsseldorfer. Ein Offensivfoul von Berlin und ein Wurf für Düsseldorf von der Grundlinie. Nein, schießt sich gesagt von der Seite. Und die jetzt scheinen sie Mut gefasst zu haben, etwas mehr Bewegung aktuell im Angriff. John Seige versucht durch die Mitte durch.
geht zum Korb und wirft aus der Halbdistanz, leider zum Glück wieder gewonnen von den Düsseldorfer. Oh. Und jetzt Tempo-Gegenstoß der Berliner mit der Nummer 5, Elias Gross. Und Paul angezeigt gegen Düsseldorf, gegen die Nummer 35, Manuel Boyan. Erster Fehlversuch für die Berliner. Mit der Nummer 15 war das Justin Rogge. Zweiter Versuch auch daneben. Es bleibt 3:4 aus der Sicht der Düsseldorfer. Die im Tempo-Gegenstoß wird mit Lennart Schild durch die Mitte. Mit guter Beinarbeit. Raus auf die Nummer 47, Petros Apostolou, der wieder zurück zu Lennart. Lennart durch die Mitte, nicht versucht ein Korbleger, leider nicht geklappt. Berlin im Tempo-Gegenstoß über die rechte Seite. Düsseldorfer haben sich wieder formiert in der Abwehr. Und der Korb zählt, er steht 6:3 für Alba Berlin. Schild mit dem Dreierversuch und drin ist er und 6:6 in diesem Augenblick für die ART Giants Düsseldorf gegen Alba Berlin im Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft U16 hier heute in Düsseldorf am 1. Mai in der Kolonie-Halle. Ball zurückerobert von den Düsseldorfer. Alba Berlin wechselt zum ersten Mal. Düsseldorf wechselt auf. Mit der Nummer 13 kommt hier ein Eger Ildan. Mit der Nummer 8 Mathieu Banovetz. Erstmal raus auf die Bank. Und die Düsseldorfer kommen jetzt über Eger Ildan über die Mitte. Gute Beinarbeit. Nächster Versuch zum Dreier. Leider diesmal daneben. Zurück zur Defense. Die Düsseldorfer sind wieder formiert. Und ein Dreier für die Nummer 9 der Berliner, für Malte Dello. Einer chillt über die Mitte im Aufbauspiel. Manuel Boyan geht durch. Versuch, erster, zweiter und dritter Versuch. Leider Einwurf für die Berliner. Berlin wechselt. Die Nummer 10 kommt, Bela, für die Nummer 8 für Cedric Hinger. Defense! Defense! Verteidigt sich. In den ersten 5 Minuten ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für Alba Berlin, die sie auch auf der Tafel wiederfinden. 11:6 aktuell für Alba Berlin in diesem Viertelfinale. Ein Dreier, ein unglaublicher Dreier von Manuel Boyan. Düsseldorfer haben bis jetzt alle ihre 9 Punkte über 3 Dreier gemacht. Wenn die Quote so hoch bleibt, das lässt hoffen. Bisschen mehr Konsequenz in der Abwehrarbeit. Ein Dreierversuch von der Nummer 5 der Berliner, von Elias Gross. Und jetzt schon die Düsseldorfer im Tempo-Gegenstoß. Es wäre der Moment, wo sie wieder ausgleichen können. Lennart versucht mal ein Dreier. Ball zurückerobert von Manuel Boyan. Der ein schneller Pass zu Sonsaige, leider war der Pass zu steil und Sonsaige kommt nicht dran. Einwurf für die Berliner.
Guter Defense der Düsseldorfer. Tempo Gegenstoß über die Nummer 13, Nummer Elge Ildan. Und da ist es 11:11 im Viertelfinale gegen ABBA Berlin im ersten Viertel hier in Düsseldorf in der Comeniushalle. Und ein Foul und der Call gilt. Ein Foul. Düsseldorfer. Korb zählt 13:11. ABBA Berlin gegen IP Giants Düsseldorf. Spielerwechsel Düsseldorf mit der Nummer 9 kommt rein Daniel Rodammel, mit der Nummer 21 geht John Seidel raus. Erster Freiwurf für Berlin mit der Nummer 10. Der Freiwurf ist drin mit der Nummer 10 Leda Wenzel. Düsseldorf im Angriff. Und ein Zweier von der Nummer 35, Manuel Boyan. 13:14 aus der Sicht der Düsseldorfer. Schneller Angriff für die Berliner, der abgeschlossen wird durch die Nummer 16, durch Florian Fieske. Besteht 16:13 für die Berliner. Düsseldorf im Angriff über Petros Apostolou. Der sieht dann Lennart unterm Korb, Versuch, Foulspiel oder leider Schildfehler von Lennart Schild, Einwurf Berlin. Und was sagen wir dazu? Defense! 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 Berliner gehen durch im Aufbau vor. Bemerkenswert ist, dass in der Mannschaft von ABBA Berlin kein Jugendlicher in der U16 ist, der weniger groß ist als 1,80 Meter. Sogar der größte Mann im Team, der heute auch aufgestellt ist von dem Trainer, ist Hendrik Warmer mit 2,01 Meter. Das muss man sich mal vorstellen in der U16. Das sind jüngste Jahrgänge 2000 und 2001. 2001 und 2002, Entschuldigung. Tempo-Gegenstoß der Düsseldorf, leider nicht mit dem erhofften Zweier. Tempo-Gegenstoß der Berliner, gute Abwehr von Düsseldorf und es geht direkt in den Gegenangriff, leider abgefangen von Berlin. Jetzt ist mal so ein psychologischer Moment der ersten Viertels, wer macht den nächsten Korb? Düsseldorf gut abgewehrt über Ege Ildan, der heute bis jetzt ein gutes Spiel macht, die Nummer 35. Manuel Boyan mit einem Dreierversuch und leider an den Korb, aber leider daneben. Foulspiel. Foulspiel gegen Daniel Rothammel. Erstes persönliches Foul gegen Düsseldorf. Einwurf Berlin. Zurückkommt aufs Spielfeld John Zeige mit der Nummer 21. Düsseldorf verteidigt früh, möchte natürlich noch Ende dieses Viertels noch Punkte markieren, um eventuell auszugleichen oder in Führung zu gehen. Gut verteidigt von der Nummer 21. Tempo Gegenstoß Düsseldorf, leider ein Foul gegen Berlin. Einwurf für Düsseldorf. Es ist persönliches Foul für Florian Frieske. Einwurf von Düsseldorf von der linken Seite. Einwurf erfolgt über Manuel Boyan. Psychologisch wichtig, der Korb jetzt, da es gleich in die erste Pause geht, nach dem ersten Viertel. Sehr gut durchgesetzt und Foulspiel für die Nummer 13 gegen Berlin. Freiwurf für Ege Ildan, der wie eben schon erwähnt ein sehr gutes Spiel macht im ersten Viertel. Sehr energisch, sehr selbstbewusst. Schauen wir mal, was die Freiwurfquote so sagt. Erster ist drin und 14:16 für IT Giants Düsseldorf. Zum jetzigen Zeitpunkt, letzte Minute, bricht gleich an im ersten Viertel. Zweiter Freiwurf von Ege und er bestätigt leider den ersten Wurf nicht. Also 50% Quote im ersten Viertel. Den ersten zwei Freiwürfe.
Alba wieder Angriff. Kurz vor Ende des ersten Viertels. Düsseldorf fast den Ball zurückerobert. Defense-Arbeit ist jetzt gut. Ganz viele flinke Hände von Düsseldorf und der Ball wird zurückerobert und durch die Mitte nach vorne gebracht durch Manuel Boyang. Ein Korb zu diesem Zeitpunkt wäre sehr wichtig, da noch 39 Sekunden zu spielen sind im ersten Viertel. Und der Versuch ist da leider nicht erfolgreich. Noch 30 Sekunden im ersten Viertel. Berlin versucht noch einen Korb zu machen vor dem Ende des ersten Viertels. Eventuell bekommt sogar Düsseldorf noch die Chance für einen Angriff. Aktuell noch 14 Sekunden. Dreierwurf leider, also zum Glück nicht getroffen, leider zurückerobert von den Berliner. Die werden wahrscheinlich den Freiwurf erst ganz spät, den letzten Wurf erst spät machen, um den in die Pause mitzunehmen. Der wird nicht mehr gelten. Erstes Viertelende, dem Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft U16. Basketball Herren endet mit dem Ergebnis 16:14 für Alba Berlin. Erste Pause. When 700 table tennis players from around the world gather in Germany. When 350 volunteers live their passion. When 200 umpires and officials run the show perfectly. When 55,000 spectators raise the roof. Where fans are family. Where athletes feel at home. When the tension reaches its peak and everything revolves around a single ball, then it's time for the biggest competition in table tennis. The Leap Air 2017 World Table Tennis Championships in Düsseldorf. Be part of it. So, auf geht's im zweiten Viertel der Viertelfinalbegegnung der Deutschen Meisterschaft U16 Bundesliga, Jugendbundesliga Herren. ARD Giants gegen Alba Berlin. Erstes Viertel führt Alba mit 16:14. Die Düsseldorfer halten sich jetzt hervorragend dagegen. Das sollte auch weiter so bleiben, um am Ende in der Kranstein dieses Spiel dann für Düsseldorf zu entscheiden. Freiwurf für Berlin. Die Düsseldorfer hatten einen sehr intensiven Weg bis hierhin ins Viertelfinale. Es ging einmal über die Vorrunde in unserer Region. Da schalten sie Mannschaften aus wie BBB Göttingen, Bayer Leverkusen, Basketur, Hagen Youngsters und Rheinstars Köln beendeten diese Vorrunde mit 9:1 Siegen mit 18 Punkten, starteten dadurch weiter in der Hauptrunde, der JBBL. Da belegten sie dann den zweiten Platz hinter Young Rasta Dragons. Damit qualifizierten sie sich fürs Achtelfinale, wo sie es geschafft haben, eine weitere Berliner Mannschaft auszuschalten. Jetzt gilt es gegen Alba genauso gut weiterzumachen und dagegen zu halten. Insgesamt haben sie bis jetzt in dieser Saison 24 Spiele absolviert. Das ist sehr intensiv, wenn man überlegt, dass die meisten alle Spieler auch noch die Doppelbelastungsschule und Sport haben.
Da geht es ja in diesem Bereich der U16-JBL schon fast wie in der Profi-Bundesliga. Sehr intensiv, dreimal die Woche Training, 20 Spieltage, in dem Fall schon 24 Spieltage mit Achtelfinale und Viertelfinale, zum Teil auch weite Anreisewege. Das ist sehr stark und sehr diszipliniert von den Jugendlichen im Alter von 15 bis 16 Jahren so ein Programm komplett durchzumachen. Aktuell gute Abwehr der Düsseldorfer und Freiburg für Düsseldorf. Es geht weiter, sehr intensives Spiel, 16 zu 14 aktuell für Alba Berlin. Reins im Angriff über Manuel Boyang. Leider passiert wie jeden Profi ihm auch mal ein Fehler. Ja, und Einwurf für Berlin auf der linken, auf der rechten Seite. Gute Defense der Düsseldorfer, ab geht's in den Tempo-Gegenstöße über Manuel Boyang, der versucht komplett durchzugehen und wird aber gefoult von dem Berliner mit der Nummer 14. Foul von Ben Link und Freiwurf von Manuel Boyang. Erster Freiwurf leider an den Ring, aber nicht rein. Zweiter Versuch. Leider auch der zweite daneben. Das Spiel natürlich in dem Alter und auch in dem bei dem Spielstand und im Viertelfinale auch ein wenig die Nerven mit einer Rolle. Es ist schwierig cool zu bleiben bei fast, glaube mittlerweile über 200 Zuschauer hier in der Comeniushalle. Auch viele mitgereiste Fans aus Berlin. Dreierversuch von Düsseldorf und der Dreierversuch ist drin über Ege Yildan. Ich sagte, er ist heute bis jetzt der Flock in der Mannschaft, der auch das Spiel spannend hält. Düsseldorf führt zum ersten Mal in diesem Viertelfinale mit 17 zu 16 und es geht in den Tempo-Gegenstoß. Jedoch wird Manuel Boyang von der Nummer 8, der Berliner, gestoppt, Cedric Kitchener, und es gibt Einwurf für Düsseldorf, Foul gegen Berlin. 17 zu 16 Führung, psychologisch ganz wichtig. Berlin, Düsseldorf haben zum ersten Mal die Führung übernommen. Stehen jetzt auf dem Feld. Sehr diszipliniert im Angriff. Manuel Boyang mit dem Dreierversuch. Und er ist drin, ist unglaublich heute. Fast alle geworfenen Dreier waren drin. Bis auf zwei Punkte, die über Freiburg erzielt worden sind. Also eine Dreierwurfquote von, ich glaube, wenn ich auch richtig aufgepasst habe, von 100% bis jetzt. Das ist eine unglaubliche Quote. Das zeigt auch, dass die Jungs trotz einigen kleinen Aussetzer zwischendurch mit starken Nerven und sehr konzentriert in dieses Spiel gegangen sind und das auch bis jetzt durchziehen. Man kann das auch beobachten auf dem Spielfeld, wenn man sich die Akteure mal anguckt, die auch aktuell drinstehen. Die Berliner sind im Schnitt mit einem Kopf größer als die Düsseldorfer Jungs. Düsseldorfer Jungs punkten aktuell über Dynamik, über Spielschnelligkeit, über schnelle Arme. Jedoch ist das natürlich ein schwer, die Lufthoheit der Berliner hier strittig zu machen. Wenn die Jungs im Schnitt 15, 20 Zentimeter größer sind. Ich hatte ja eben schon gesagt, es gibt keinen in der Berliner Mannschaft, der unter 1,80 ist. Der größte ist 2,01 Meter. Das heißt, Lufthoheit, man muss das über Technik, Konzentration und auch über Kampfgeist ausspielen. Leider ein Fehlpass. Weiter geht's, abhaken. Und Timeout von Berlin. Die sehen, dass die Düsseldorfer jetzt angezogen haben. Aktuell steht es im zweiten Viertel. Das Viertelfinale ist der Deutschen Meisterschaft U16 Jugendbundesliga 20 zu 16 für Düsseldorf. Bei dem Spielstand, also bei einem Sieg heute für Düsseldorf, gäbe es ein entscheidendes drittes Spiel nächstes Wochenende in Berlin.
Und weiter geht's im zweiten Viertel des vierten Finalspiels zwischen Alte Giants und ABBA Berlin. Einwurf Berliner, die Defense steht sehr weit vorne und kann aber jetzt wieder den Ball, die Düsseldorfer Defense kann den Ball wieder zurückerobern mit der Nummer 12. Lennart Schild bringt den Ball wieder ins Spiel mit der Nummer 12, ein Dreierversuch. Und der geht an den Ring, jedoch wird er zurückerobert von Elge Ildan. Weitere 8 Sekunden für den Wurf, Dreierversuch von Düsseldorf, leider an den Ring und aus. Wechsel auf der Berliner Seite. Mit der Nummer 15 kommt rein Justin Logge, mit der Nummer 17 geht Leander Schwein. Düsseldorf hat gut aufgepasst, jetzt gibt es direkt einen Einwurf für Düsseldorf. Kurz vor der Zone der Berliner. Und Versuch von Düsseldorf, die Nummer 15, kämpft sich weiter ran, leider Ball wieder im Besitz von Alba. Jetzt in der Defense konzentriert dagegen halten, dann geht es weiter. Ach, das sah mir fast nach Offensivfoul aus, aber was soll's, Düsseldorf, Berliner erreichen weitere 2 Punkte und damit 18:20 aus der Sicht der Berliner im Viertelfinale des heutigen Spiels. Ist wieder Defense-Arbeit gefragt. Eine leichte Dominanzphase für die Berliner. Die sieht man jetzt auch auf der Tabelle. 21:20, erneute Führung der Berliner. Und Jonas Jönke und sein Team nehmen die nächste Auszeit. Berlin hat natürlich die Situation, ABBA Berlin, den Vorteil, dass sie ein riesengroßes Einzugsgebiet haben rund um Berlin, wo sie in sehr guter Zusammenarbeit mit den Vereinen aus der Region die besten Talente raussuchen, wo kein Talent verloren geht oder durchrutscht durchs Raster. Dementsprechend ein sehr großes Einzugsgebiet, wo die besten Talente gezogen werden können für ABBA Berlin. Das ist natürlich bei uns in Nordrhein-Westfalen anders. Hier kämpfen viele Mannschaften im Umkreis von 100-150 Kilometer für die besten Talente. Denken wir an Bonn, denken wir an Münster, denken wir an Köln, an weitere Mannschaften, Grevenbroich und viele weitere Mannschaften, die hier die Talente in der Jugend versuchen für sich zu gewinnen. Ein Riesenvorteil für die ARP Giants UL war natürlich der Zusammenschluss der männlichen Abteilung von ARP Düsseldorf und von den Giants Düsseldorf, die jetzt im letzten Sommer stattfand. Die ging über die kleinsten U10 bis hin zur ersten Herrenmannschaft. Dadurch konnte man wenigstens die besten Düsseldorfer Talente in eine Mannschaft vereinigen, die sich heute mit ARP Giants die Quintessenz dieser Vereinigung darstellt. Dementsprechend auch zum 5. Jahr in Folge in der Jugendbundesliga oben mitspielt. Es war sogar so, dass die U14 vor 1-2 Jahren der Dritte der Deutschen Meisterschaft wurde. Viele dieser Jungs, die damals Dritter der Deutschen Meisterschaft wurden, stehen heute in der U16 auf dem Spielfeld. Dementsprechend setzt sich die Spielstärke dieser Mannschaft fort über die verschiedenen Altersstufen. Jetzt hinweg U14 und jetzt U16. Aktuell ist die U16 natürlich im Viertelfinale und dementsprechend eine der besten U16-Mannschaften Deutschlands. Was auch jetzt nicht selbstverständlich ist, dass das in Düsseldorf der Fall ist, da Düsseldorf sich wieder und ein Dreier in diesem Augenblick von Manuel Boyang und Düsseldorf führt wieder 23:21, um einen Gedanken zu Ende zu spielen, was auch nicht normal ist, weil aktuell die Düsseldorfer natürlich in der Herren-Regionalliga wieder
um den Aufstieg in die höheren Klassen spielen. Und dementsprechend konzentrieren sich natürlich die leistungsstarken Mannschaften in anderen Gebieten momentan. Zwischen den 8 besten Mannschaften zu sein, Deutschlands mit der U16, erfüllt natürlich den Verein ART Giants mit Stolz und zeigt auch die konsequente Arbeit der verschiedenen Trainer, den die Jungs im Laufe der letzten Jahre hatten, unter anderem auch noch Dennis Divine, der aktuell mit der U12 Meister geworden ist in der NRW-Liga, und Christian Schwab, der heute noch zur Seite steht bei Jonas Jönke als Mannschaft, als Trainerteam, zusammen mit weiteren Vereinsmitarbeiter, die alles geben, damit Düsseldorf wieder da hinkommt, wo es hingehört. Das Team von ART Giants U11 wird natürlich komplettiert durch Annika Tenge. Sie steht für das Medical Team und passt auf, dass wir uns während und nach dem Spiel und vor dem Spiel fit bleiben. Jetzt wieder ein Zweier von Berlin. Zurück zu dem Spiel, auf dem Spielfeld, er steht 23 zu 23. Wieder ein Dreierversuch, diesmal wird er leider daneben. Jetzt müsste er die Defense dagegen halten. Ruhiger Aufbau der Berliner. Nummer 9 tankt sich durch und er zieht die nächsten 2 Punkte für Alba. 25 zu 23 für Alba Berlin. Unser Jungs wieder im Angriff mit dem ruhigen Aufbau. Jonas Jönke sagte, dass er sich sehr freut, dass die Mannschaft aktuell im Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft steht und dass die Jungs eine solide und sehr starke Leistung gezeigt haben im Laufe der Vorrunde, der Hauptrunde und auch des Achtelfinals. Jedoch steht für ihn an höchster Stelle und an höchster Priorität die Förderung und die Entwicklung einzelner Spieler. Das ist die höchste Priorität. Die Spieler sollen individuell entwickelt werden, um in den nächsten Jahren ihre vollständige Spielstärke zu erreichen, Altersklassen entsprechend. Aktuell wieder Wechsel auf beiden Seiten. Und der nächste Dreier von Berlin mit der Nummer 14 von Ben Link. 28 zu 23. Jetzt müssen unsere Jungs gucken, dass die Berliner sich nicht zu weit entfernen, weil es dann immer schwieriger wird im dritten Viertel und in der Crunch-Time im letzten Viertel dann auch dran zu kommen und das Spiel noch zu gewinnen, was wichtig wäre für den Verbleib der Chance, um ins Halbfinale zu kommen, zu den Final Four. Berlin traf auch schon, Düsseldorf traf auch schon im Achtelfinale auf eine Berliner Mannschaft, Higher Level Berlin, die bezwingen konnten vor rund 200 begeisterten Zuschauern und damit die mit dem Sieg in das Viertelfinale vorgedrungen wurde, wo sie heute auf Alba Berlin treffen im zweiten Spiel. Erstes Spiel hat Alba Berlin mit 87 zu 50 gewonnen vor 2 Tagen. Heißt nichts im Basketball, das wissen wir, da kann sich schnell was drehen. Weiter geht's im zweiten Viertel, noch verbleibende 3 Minuten. Hoffen wir, dass unsere Jungs da noch ein paar Mal punkten können, um wieder dran zu kommen an die Führung von Alba Berlin mit 28 zu 23 aktuell. So, Einwurf weiterhin für Düsseldorf. Defense!
Julian Aufbau über Manuel Boyang und da kullert er wieder aus dem Netz raus. Ärgerlich, das wären wichtige Punkte gewesen. Jetzt mit der Defense-Arbeit der Düsseldorfer. Berlin kommt im Augenblick nicht durch. Sie spielen natürlich wieder Größe aus. Einwurf für Berlin. Der Center, die Nummer 15, mit 1,95, Jahrgang 2001. Natürlich eine stattliche Figur unter dem Netz. Unter dem Korb meine ich. Gute Defense der Düsseldorfer Jungs. Zeit ist abgelaufen. 24 Sekunden hat man ja für einen Angriff Zeit, um diesen abzuschließen. Bedeutet, der Ball muss den Korb berühren. Die Zeit ist verstrichen. Düsseldorf haben gute Defense-Arbeit geleistet. Und auf geht's mit einem Einwurf aus der eigenen Zone von Manuel Boyang. Über Lennart Schild wird das Spiel schnell gemacht auf der rechten Seite. Auf die linke Seite wechselt Manuel Boyang. Nächsten Punkte sind wichtig. Wichtig wird gekämpft unter dem Netz und nochmal gekämpft. Und Foulspiel gegen Berlin für Düsseldorf. Zeige ist leicht lädiert, hat wahrscheinlich einen abbekommen in die Magengegend. Steht wieder, wird wahrscheinlich weitermachen. Spielerwechsel bei Berlin mit der Nummer 18. Hendrik Warner. Wieder Foulspiel der Berliner, zwei Freiwürfe von Petros Apostolou. Für Petros Apostolou die Chance dran zu kommen auf 25 Punkte, auf 25 zu 28, den Unterschied von 5 Punkten zu verkürzen. Leider geht der erste daneben. Mannschaftskollegen feuern ihn weiterhin an. Zweiter Freiwurf für die Nummer 47 der Düsseldorfer. Der zweite Startzeit auch vom Ring. Direkt Tempo Gegenstoß der Berliner mit der Nummer 18. Gute Defense von den Düsseldorfer Jungs, sehr konzentriert. Wieder auf dem Weg nach vorne über Lennart Schild. Leider ein Fehlpass. Jetzt ist guter Rat gefragt. Jonas Jünke und sein Kollege, der Chris Schwarm, um das Spiel wieder schnell zu machen und wieder reinzukommen. Noch eine Minute 43 Sekunden im zweiten Viertel, danach gibt es erstmal eine längere Pause und es geht weiter dann im dritten Viertel mit der Chance ins Halbfinale einzuziehen, Final Four, bei einem Sieg heute, jetzt ein Entscheidungsspiel in Berlin, nächstes Wochenende, Foul gegen John Zeige, Nummer 21, Einwurf für Berlin. Der Defense der Düsseldorfer und diesmal passiert der Fehler auf der anderen Seite. Fehlpass der Berliner, auf geht's für die Düsseldorfer, die noch die Chance hätten, zwei, drei Angriffe in diesem Viertel durchzubringen, um das Ergebnis zu verkürzen. Sehr guter Pass, leider wird Lennart unseren Korb abgefangen von den Berliner, doch weiterhin besitzt Ballbesitz der Düsseldorfer und der nächste, ich glaube es war nur ein Zweier, der Düsseldorfer, 25 zu 28 aus der Sicht von RT Giants Berlin, 1 Minute 10 im zweiten Viertel, noch verbleibt diese Zeit, um eventuell den Ausgleich zu schaffen, was psychologisch vor der Pause natürlich wichtig ist. Es sieht momentan ein Spiel aus, was wahrscheinlich in der Kanstheim, also in den letzten Minuten des Spiels, entschieden wird. Das ist oft so im Basketball, dass die Spiele über lange Zeit ausgeglichen verlaufen und in den letzten Minuten dann Kondition, Konzentration und Teamgeist der Mannschaften gefragt sind, um dann mit wenigen Punkten das Spiel für sich zu entscheiden. Mit wenigen Punkten Vorsprung. Bin sehr konzentriert beim Coach Jonas zur Taktikversprechung.
Man merkt auch, dass die Berliner heute etwas mehr zu kämpfen haben gegen ART Düsseldorf, ART Giants Düsseldorf hier zu Hause. Auf der Seite der Berliner schon 6 Fouls, um die Jungs zu stoppen. Auf der Seite der Düsseldorf aktuell 2 Fouls. So, weiter geht's, Düsseldorf. 1:10. Defense, die sehr hoch steht. Versucht den Ball schnell abzufangen und noch Punkte zu setzen. Jetzt geht es schnell zurück in die Defense. Die Mannschaft ist wieder formiert. Die Defense war bis jetzt das Punktstück im zweiten Viertel. Wenn das auch so bleibt, wäre es super. Düsseldorfer haben den Ball wieder und es geht in den Tempo-Gegenstoß auf der Düsseldorfer Seite. Geschwindigkeit wird rausgenommen und den Spielaufbau konzentriert zu Ende zu führen für die nächsten wichtigen Punkte. Dreierversuch und von Manuel Boyang abgefangen und 2 Punkte für Düsseldorf und Freiwurf für Düsseldorf. Im Moment steht 26:28 und ein Freiwurf für Düsseldorf, wenn ich das richtig deuten kann beim Schiedsrichter. Ein Punkt noch bis zum Ausgleich, 37 Sekunden und Freiwurf für Lennart Schild. Konzentration vor dem ersten Freiwurf. Die Halle geht mit. Und der ist drin, 28:28. Psychologisch wichtig, kurz vor der großen Pause, kurz vor dem Ende des zweiten Viertels. Berlin versucht natürlich jetzt nochmal einen Punkt zu setzen, um in Führung in die Pause zu gehen. Düsseldorfer hätten die Chance, über eine gute Defense-Arbeit den Ball abzufangen. Und das machen sie auch. Fehlwurf, Düsseldorfer Tempo-Gegenstoß über Ege Ildan. Der nimmt die Geschwindigkeit raus. 15 Sekunden noch Zeit für die Jungs, um zu punkten. Das machen die auch. Leider Gottes daneben. Es geht weiter. 7 Sekunden, 6 Sekunden. Manuel Boyang wird sich entscheiden, zum Netz durchzugehen. Rückeroberung der Berliner mit dem Wurf auf die letzten Sekunde. Auf. Es geht jedoch für uns ganz wichtig, unentschieden in die Pause. Ende des zweiten Viertels, Alba Berlin, ART, Giants Düsseldorf, Viertelfinale, JBWL U16, Jugendmannschaft 28:28. Second time ever the Men's World Cup is held in Germany, Düsseldorf. When 700 table tennis players from around the world gather in Germany. When 350 volunteers live their passion. When 200 umpires and officials run the show perfectly. When 55,000 spectators raise the roof. Where fans are family. Where athletes feel at home. When the tension reaches its peak and everything revolves around a single ball, then it's time for the biggest competition in table tennis.
the Liebherr 2017 World Table Tennis Championships in Düsseldorf. Be part of it. Yeah.
Es wurde in letzter Minute angeführt, für den Verdruck die letzten Würfe von Niederersten. Kommt in die Halle zurück und unterstützt unser Team. Es steht 28 zu 28 gegen Alba Berlin. Liebe Zuschauer, es geht weiter mit dem dritten Viertel von des Viertelfinalspiels zwischen ART Giants Düsseldorf und Alba Berlin, U16 Jugendbundesliga Herren. Bis jetzt ein sehr spannendes Spiel, ein sehr enges Spiel, Vorteile auf beiden Seiten. Das Ergebnis zeigt aktuell 28 zu 28. Die Düsseldorfer sind gut beraten, dran zu bleiben und dieses Spiel zu gewinnen. Dann gäbe es nächstes Wochenende ein Entscheidungsspiel in Berlin für den Einzug ins Halbfinale. Halbfinale wird ausgespielt im Turniermodus. Final Four, ich glaube Final Four Jugendbundesliga dieses Jahr in Frankfurt, irgendwann in den nächsten Wochen. Bis dahin ist noch ein langer Weg, mindestens noch anderthalb Spiele und es geht los mit dem dritten Viertel des Spiels ART Giants Düsseldorf gegen Alba Berlin, U16 Bundesliga. Es gab viele Veränderungen und sehr viel Bewegung im letzten Jahr durch den Zusammenschluss der Vereine ART und Giants Düsseldorf, gerade im Bereich, speziell im Bereich Basketball Herren. Von den Jüngsten bis hin zur ersten Herrenmannschaft wurde zusammengewürfelt, neu sortiert und die stärksten Spieler dann entsprechend den Mannschaften zugeordnet. Einen großen Anteil daran hatte auch Jonas Jünke, der irgendwann Mitte der Saison auch die erste Herrenmannschaft übernahm. Und parallel auch noch die U16, hartes Programm. Er hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Er ist aktuell sportlicher Leiter von ART Giants Düsseldorf. So kann er sich komplett auf Basketball konzentrieren. Und wir sahen auch schon den ersten Treffer, den ersten Zweier von Düsseldorf im dritten Viertel. Und es steht 30 zu 28. Just in diesem Augenblick wird von Seiten Berlin ausgeglichen. Düsseldorf wieder im Angriff über die Nummer 47, über Petros Apostolou. Der wurde leider kurz vorm Korb abgefangen. Alba im Tempo Gegenstoß und versenkt den Zweier mit der Nummer 15 war das. Justin 1,95 groß unterm Korb. Und Düsseldorf schafft den Ausgleich wiederum 32 zu 32 über Petros Apostolou. Schneller Beginn von beiden Mannschaften, schon 4 Punkte im dritten Viertel. Düsseldorf kann den Ball wieder einfangen und geht zum Korb. Wird ausgebremst und der Versuch geht über die linke Seite, über Lennart. Jetzt die Nummer 35, Manuel Boyang, leider daneben. Einwurf für Berlin. Muss ein bisschen Tempo rausnehmen und konzentrieren jetzt. Auf geht's Düsseldorf. Die Mannschaft wird angefeuert. Hier mittlerweile über 200 Zuschauer hier in der Halle. Comenius-Gymnasium an der Lütticher Straße 34. Sehr gute Verteidigung der Düsseldorfer. Düsseldorf kämpft weiterhin um den Ball. Berlin holt ihn sich zurück. Weitere 7 Sekunden für den Angriff. 5 Sekunden, ein Dreierversuch der Nummer 8, der ist auch drin. Das war Cedric Pinscher mit einem Dreier für Alba Berlin. Alba führt 35 zu 32. Angriff der Düsseldorfer über die linke Seite. Manuel Boyang geht in der Mitte durch. Pass auf die Nummer 13, Helge Hildan. Leider Schrittfehler und Einwurf für Berlin. Alba Berlin zählt natürlich zu den Favoriten dieser Meisterschaft. Der Club hat ein riesen Einzugsgebiet rund um die Hauptstadt und Umland. Wer was kann aus der Region, der will unbedingt zu Alba. Es gibt Kooperationen mit vielen anderen Vereinen Berlins, sodass hervorragende Talente gesichtet werden und dann zu Alba rübergezogen werden. Dadurch hat Alba eine hervorragende Leistungstiefe und so gut wie gar keine Schwäche. Das sah man auch an den Spielzeiten der verschiedenen Spieler in Berlin. Mit maximal 20 Minuten Spielzeit pro Spieler bedeutet, es wurde viel durchgewechselt. Der Leistungsunterschied zwischen den Spielern ist nicht so groß. Daher konnten alle Spieler gut punkten und auch in den letzten Viertel
dann den Düsseldorfer wegziehen, die die Leistungstiefe momentan nicht haben. Dementsprechend einige Spieler bis zu 25, 30 Minuten auf dem Spielfeld steht. Das ist beim Basketball sehr viel, sehr intensiv. Dementsprechend auch am Ende des Spiels auch kleiner Leistungsabfall. Wir hoffen, dass es heute nicht so ist. Düsseldorf hat gut dagegen im Moment. Also wir haben momentan eine Balleroberung, leider dann ins Aus. Einwurf für Berlin, aktuell 32 zu 35 aus der Sicht der Düsseldorfer, die mit Sicherheit das Spiel heute auch gewinnen können und auch weit ins Halbfinale einziehen können. Sie können heute mit Kampfgeist, Teamplay und individuellen Skills dagegen halten. Bis jetzt klappt das wunderbar. Mal schauen, was die nächsten Minuten noch bringen. Foul gegen Düsseldorf gepfiffen, Einwurf für Berlin. Einwurf der Berliner, kurz vor der Zone der Düsseldorfer. Die Defense leistet bisher heute eine gute Arbeit, dass sie die Kondition hält. Und ein Flügelerobung der Düsseldorfer, es geht im Tempo Gegenstoß mit Elge Ildan. Versuch des Zweiers und wieder zwei Punkte für Elge Ildan. 34 zu 35 aus der Sicht der Düsseldorfer. Dranbleiben Jungs, kämpfen, dann können wir auch das Spiel gewinnen. Die Halle geht mit. Jonas Coach Jonas ist ganz intensiv an der Linie mit dabei. Ich glaube, am liebsten würde er mitspielen, wenn er das dürfte. Er ist sehr engagiert und sieht jetzt leider den nächsten Dreier der Berliner. Die Düsseldorfer Jungs sind unbeeindruckt, direkt im Tempo Gegenstoß. Elge Ildan, ein weiter Pass zu Manuel Boyang. Nächster Versuch der Düsseldorfer, um am Ergebnis dran zu bleiben. Lennart Schild, 8 Sekunden noch. Und Foul spielt für Lennart Schild gegen Berlin. Einwurf für die Düsseldorfer Mannschaft. Nein, sogar Freiwurf für Lennart Schild. Wenn ich es richtig gedeutet habe, sind es zwei Freiwürfe. Mit der Chance, weiter dran zu kommen. Und die 37 Punkte der Berliner. Erster geht leider nur an den Ring. Aufmunterung von den Teamkollegen. Lennart Schild, zweiter Wurf. Und der ist leider nicht drin, kullert wieder raus. Und sofort Tempo-Gegenstoß der Berliner. Die Defense steht jedoch gut. Kann den Tempo-Gegenstoß abfangen. Konzentrierter Aufbau der Berliner jetzt. Nächster Versuch des Dreiers. Düsseldorf kann den Ball über Lennart zurückerobern. In dem Fall Tempo Gegenstoß der Düsseldorfer, nimmt die Geschwindigkeit etwas raus. Konzentrierter Aufbau. Und. Jetzt passiert merklich schon das, was wir befürchtet haben. Die Berliner können gut durchwechseln und sind etwas fitter auf den Beinen als die Düsseldorfer. Düsseldorf versucht dagegen zu halten. Und doch, wenn ich mir die Spiele angucke, die momentan drinstehen, die standen auch die meiste Zeit des ersten und zweiten Viertels auf dem Spielfeld. Dementsprechend ist jetzt wieder das Thema der Kondition, der Konzentration, der Aufbäumens gegen die Niederlage. Und Lennart Schild macht die nächsten zwei Punkte. Super, 36 zu 39. Die Berliner direkt im Tempo-Gegenstoß. Und Punkten machen die nächsten zwei Punkte, 41 zu 36 aus der Sicht der Berliner. Ruhiger Aufbau über Manuel Boyan auf, durch die Mitte. Entscheidende Momente im Spiel, um dran zu bleiben. Manuel Boyan, nächster Dreierversuch, leider im Aus. Einwurf für Düsseldorf, Einwurf für die Berliner. Düsseldorf-Coach Jonas wechselt, bringt frische Kräfte rein mit John Seil und mit der Nummer 15 Jonathan Bröhr. Defense der Düsseldorfer aufbäumen, Schrittfehler des Berliners mit der Nummer
Nein, es wird einfach als Foul gewertet. Einwurf für Berlin. Ich sprach eben schon an, die Leistungstiefe der Berliner und die der breite Kader, der kaum Spieler mit merklichen Schwächen hat. John Zeige markiert einen nächsten Zweier für Düsseldorf und der kommt auf den Freiwurf zugestochen, hat sich da gut durchgetankt durch die Mitte und bekommt seine nächsten Freiwürfe. John Zeige aktuell 38-41. Ein Freiwurf, wenn ich das richtig deuten kann, die Chance auf 39-41 zu verkürzen. John bleibt cool und schafft das. Düsseldorf kommt dran auf 39-41. Die Jungs bleiben dran. Wichtiger Punkt, auch psychologisch in dieser Phase. Das gibt Selbstbewusstsein und Auftrieb. Foulspiel und 2 Punkte für Berlin. Mit der Nummer 10 geht ganz gut durch der Bela Wenzel. Auch wieder so ein Thema, 1,90 Meter groß, 2001er Jahrgang, also eine richtig unglaubliche Statur für dieses Alter. Nächsten Freiwürfe für Berlin. Er bleibt cool, er markiert den Freiwurf, 44-39, 5 Punkte Abstand für Berlin. Führung aktuell, Düsseldorfer halten dagegen. John mit dem nächsten Versuch, leider diesmal nicht geklappt. Und Düsseldorf mit der Ballrückeroberung mit der Nummer 13, Elge Ildan geht durch. Lennart wird gefoult, nein. Elge Ildan erobert den Ball zurück. Leider mit einem Fehlpass direkt in die Arme der Nummer 16 von Florian Fieske von Alba Berlin. Die Berliner geben jetzt mächtig Gas im Angriff. Der nächste Foul, das nächste Foul gegen Düsseldorf. Drittes persönliche Foul von Egge Yildan, der ein sehr starkes Spiel bis jetzt zeigt, sehr kämpferisch. Doch jetzt die nächsten Freiwürfe für die Berliner. Erster geht daneben. Aufmunterung der Spielkameraden, der Spielkollegen und weiter geht's. Mit dem zweiten Freiwurf, der Nummer 5, das ist Elias Gross. Elias Gross, den markiert er zu 45-39 Führung der Berliner. Leider wieder Ballverlust der Berliner. Der Düsseldorfer Berlin wieder im Angriff. Düsseldorf erobert den Ball zurück. Kanto Gegenstoß auf der rechten Seite. Berliner sortieren sich neu in der Abwehr. Psychologisch wichtig werden jetzt die nächsten 2-3 Körbe, um an Berlin dran zu bleiben. Um die Moral bis zu die Kranstein in die entscheidende Zeit des Spieles zu retten. Und die nächsten 2 Punkte markiert Lennart Schild. Es steht 41-45 auf der 7. Berliner. Weiter so, Jungs, dranbleiben. Und dagegenhalten bei den Riesen aus Berlin, wenn man so sagen darf, die mit einem Schnitt von fast 1,90 Meter auf dem Spielfeld stehen. Freiwurf für Berlin, Foul gegen Düsseldorf. Noch ist hier nichts entschieden. 4 Punkte Führung für Berlin. Das ist im Basketball schnell wieder aufholbar. Erster Freiburg daneben. Berliner mit der Nummer 16, das ist der Spieler Florian Fieske. Zweite wird auch zurückerobert von den Düsseldorfer. Zweiter Freiburg auch daneben. Auf geht's mit Manuel Boyang, der powerful
kraftvoll durch die Mitte durchgeht und den Ball ideal hinlegt für Eger Ildan. Düsseldorf kommt dran auf 43-45. Jetzt ein Kraftakt der Jungs, die letzten noch verbliebenen insgesamt 12 Minuten dagegen zu halten. In der Defense halten sie tatsächlich dagegen. Nächste Foul gegen Düsseldorf für die Berliner, was insgesamt gar nicht schlecht ist, weil man damit das Tempospiel der Berliner rausnimmt, der Rhythmus gebrochen wird und entsprechend sich die Jungs von Düsseldorf auch kurz durchschnaufen können und Kraft zu tanken für die letzten 12 Minuten. Erster, der Druck ist hoch im Viertelfinale, nächster Freiwurf geht von Berlin daneben. Und der nächste auch. Und sogar Düsseldorf Ballzurückeroberung durch die Nummer 15 durch Jonathan Bröhr. Manuel Boyang wieder im Spiel. Treibt Jungs nach vorne, geht durch den Mittelfeld, kraftvoll durch, tankt sich durch. Er kommt sogar Foulspiel zugesprochen. Super, super Manuel, sehr gut. Psychologisch auch sehr wichtig zu diesem Zeitpunkt. 43-45 für die Berliner. Ich kann es gar nicht oft genug betonen, die Belastung für die Jungs in dem Alter ist natürlich sehr hoch. Konzentration und auch Teamgeist über 40 Minuten durchspielen ist eine sehr hohe Belastung. Zusätzlich kommt, dass sie jetzt in kurzer Zeit mehrere Spiele hinter sich haben. Und erster Freiwurf von Manuel, leider daneben. Wir hoffen, dass der zweite reingeht, damit werden wir auch einen Punkt dran an den Berliner. Der geht leider nicht dran, Ball zurück, Ballrückeroberung von den Berliner. Es geht wieder in Richtung Düsseldorfer Korb. Einwurf für Berlin. Spielerwechsel auf der Berliner Seite. Es kommt rein mit der Nummer 14, Ben Ling. Und es geht raus mit der Nummer 16, Florian Fieske. Weiterhin konzentriert der Defense-Arbeit der Düsseldorfer Jungs, das gefällt mir heute sehr gut. Zwei Freiwürfe für Berlin, Korb ist nicht gelungen, die Nummer 14, Ben Link. Mit 1,93, einer der großen Spieler der Berliner. Zwei Freiwürfe in den letzten zwei Minuten des dritten Viertels. Der erste geht rein, 46-43. Der zweite ist auch drin, sehr konzentriert, sehr konsequent. 47-43. Düsseldorf 1 versucht dagegen zu halten. Manuel Boyang im Spielaufbau. Jetzt wäre ein Dreier wichtig oder zwei Zweier hintereinander, um den Jungs weitere Moral fürs letzte Viertel zu geben. Der Dreierversuch ist da und auf dem Ring wird aber zurückerobert von Ege Ildan, der sehr konzentriert mitgeht, auch mit, bei den Würfen seiner Mitspieler. Manuel Bär. Und die nächsten zwei Punkte über Petros Apostolou. 45-47. Das gefällt mir ganz gut, wie die Jungs dagegen halten und sich nicht von den Schrittfehler der Berliner. Genau das passiert dann, wenn der Erfolg da ist, dann wird auch die gegnerische Mannschaft hektisch und nervös. Düsseldorf, letzte Minute des dritten Viertels. Einwurf über Petros Apostolou, der den Ball bringen wird über Manuel Boyang, der Spielaufbau versuchen wird, den Ausgleich mit seinen Teamkollegen zu schaffen, noch vor der Pause. Leider Ball im Aus, Einwurf für die Berliner. Nein, irgendwie war doch Einwurf für die Berliner. Die Defense steht sehr hoch. Jetzt nur keinen Ball zulassen und am besten noch Punkte markieren in diesem Viertel. Dann ist man dran an der Kranstein am letzten Viertel. Und es ist sogar so, sieht gut aus, John Sy. Oh, böses Tackling von einem ungewollt von dem Fünfer der Berliner. Und Gott sei Dank steht der ART Giants-Spieler wieder. Foul für Berlin, viertes Team Foul Berlin und Einwurf für Düsseldorf. 21 Sekunden Zeit für den letzten Korb.
Manuel Boyang. Schaut auf die Uhr, 13 Sekunden. Versucht sich durchzutanken. Noch 9 Sekunden. Es wird immer enger. Und der Dreierversuch, der leider nicht drin ist. So, der zählt nicht. Es geht ins vierte Viertel mit 2 Punkten Vorsprung für Berlin. Das ist noch, da ist jetzt noch nichts passiert. Da ist noch alles drin in dem letzten Viertel, in den entscheidenden letzten Minuten. Bis gleich. Second time ever the Men's World Cup is held in Germany, Düsseldorf. Letztes Viertel in diesem Spiel ist angebrochen. Willkommen zurück bei dem Spiel ART Giants gegen Alba Berlin. Und jetzt die Chance zum Ausgleich. Oh, leider hat er da gezögert. Mit der Nummer 35, Manuel Boyang. Berliner wieder im Schrittfehler. Nein, es wurde faul gepfiffen und der Korb für Berlin zählt. 49 zu 45. Das wäre es jetzt mal gewesen mit dem Ausgleich vor ein paar Sekunden. Leider jetzt die Führung mit 4 Punkten Unterschied für Berlin. Und noch Freiwürfe für Alba Berlin. Der eine Freiwurf ist drin, 50 zu 45. Weiter geht's, Jungs, dranbleiben, kämpfen. Noch unter 10 Minuten. Für die Chance. Sauber. Petros Apostolo, die nächste Zeit für Düsseldorf, 47-50. Wichtige Punkte zu diesem Zeitpunkt. Coach Jonas an der Seite geht komplett mit. Jetzt wird schon wieder faul gegen John Zeige gepfiffen, der sich aufregt, weil er selber das natürlich nicht wahrhaben will. Nicht in dieser Phase des Spiels. Viertes persönliches Foul bedeutet, es könnte sein, dass er im entscheidenden Teil des Spiels dann raus muss. Wenn er ein fünftes persönliches Foul dann hat, dann muss er ausgewechselt werden. Ja, wir bleiben dran, Düsseldorf bleibt dran. Wieder Foul gegen Düsseldorf. Man merkt etwas sehr Wichtiges, die Düsseldorfer kämpfen in der Defense, sie beißen, sie kämpfen, sie wollen dranbleiben, sie pushen sich gegenseitig, jeder Auswechselspieler wird von allen von der Bank nochmal begrüßt und der Glückwunsch für die nächsten Punkte, für den nächsten Einsatz gleich. Nächster Punkt für Berlin, 51 zu 47, alles noch im machbaren Rahmen für die Düsseldorfer. Bei einem Sieg der Düsseldorfer wäre ein Entscheidungsspiel in Berlin in einigen Tagen, ich glaube nächstes Wochenende, 6. oder 7. Mai, weil wir zurückerobert. Bei einem Sieg der Berliner steht dann Berlin im Final Four Finale in Frankfurt in einigen Wochen.
wir hoffen, dass Düsseldorf dranbleibt und dieses Spiel noch für sich entscheiden kann. Momentan sieht es noch gut aus. Die Jungs kämpfen, sind noch agil, sind noch selbstbewusst. Körpersprache deutet noch nicht auf ein Aufgeben hin. Nächster Fehlversuch von Düsseldorf, Tempo-Gegenstoß der Berliner, die abgeblockt werden, der doch die Nummer 9, die nächsten zwei Punkte setzt, Malte Dello. Es steht 53-47 für Berlin. Düsseldorf jetzt in einer entscheidenden Phase. Lennart wird geblockt am Korb. Der kommt dafür aber auch die nächsten Freiwürfe. Berliner Bank geht jetzt auch mit, die Zuschauer auf der Berliner Seite, rechts von mir auch. Natürlich werden sie begleitet von Eltern, Freunden und anderen Vereinsmitgliedern. Lennart markiert den nächsten Punkt, wichtig in dieser Phase, 48-53, der erste Freiwurf ist drin, der zweite könnte genauso folgen, das wäre wichtig, um dran zu bleiben, die Jungs konzentriert beim Rebound, aber er ist drin, für einen Rebound notwendig, 49-53, lange kämpft auf 4 Punkte, Defense steht wieder konzentriert in der Zone und man versucht den Berliner, den Ball abzuluxen, um in den nächsten Angriff zu gehen. Sehr guter Block von Petros Apostolou. Leider wird dabei auch ein Foul gegen ihn gepfiffen. Das heißt, nächster Freiwurf für die Berliner. Ist natürlich eine Phase des Spiels im vierten Viertel, wenn es so eng ist, wo gekämpft wird auf allen Seiten. Das heißt, es erwarten uns wahrscheinlich noch viele Unterbrechungen und viele Freiwürfe, was für die Zuschauer natürlich immer spannend ist. Wechsel auf beiden Seiten. Freiwurf für Berlin. Der ist drin, ganz cool, ganz entspannt, ganz locker. Elias Gross mit dem ersten Freiwurf, den er verwandelt. Der zweite geht an den Ring und wird von Manuel Boyan wieder zurückerobert. Düsseldorfer im Angriff. Gegen Ildan versucht des Dreiers, der Düsseldorfer leider nur an den Ring, Rückeroberung der Berliner, die Defense versucht ihn, hey, da war ein Offensivfoul der Nummer 10, das war auch meine Reaktion am Mikrofon, das war dann schon etwas zu viel des Guten im Angriff, Einwurf der Düsseldorfer, Lennart Schild versucht wieder das Spielaufbau schnell zu machen. Düsseldorfer bewegen sich gut an der Zone des Gegners. Hege Ildan versucht die nächsten zwei leider nicht, aber Lennart erobert den Ball zurück, doch sofort wieder verloren. Düsseldorfer zurück in der Defense, Alba im Angriff. Oh, Schrittfehler. Es wird aber faul gepfiffen gegen die Nummer 10 und für die Nummer 14. Vorgehen müssen noch die Nummer 10, Lennart Schild. Dein erstes persönliche Foul. Fünftes Team von uns, Spielerwechsel Berlin. Sieg um die Nummer 8, Zelig Der nächste Kauf für Berlin mit der Nummer 14 markiert den nächsten Punkt Ben Link. Zweiter Freiwurf von ihm. Und auch hier ist drin 56-49 Führung für die Berliner. Spielerwechsel auf der Berliner Seite. Wie ich eben schon angedeutet habe, breites Kader, wenige Schwächen. Dadurch können sie sehr gut durchwechseln. Damit stehen sie konditionell besser da als die ART Giants Jungs, wo die Starting Five sehr viele Minuten auf dem Spielfeld stehen, dementsprechend am Ende des Spiels auch etwas müde sind. Unkonzentration, Schrittfehler, ähnliches passiert dann wie jetzt gerade im Spiel. Nächster Angriff der Berliner.
kurz abgeblockt von den Düsseldorfern. Tankt sich die Nummer 9 durch, die Nummer 17 auch. Stil von der Nummer 13 von Ege Ildan. Mal schauen, ob er die zwei Punkte markiert, und er markiert sie, sauber. Er markiert sie, 51 zu 56, super gut. Erstens das Stil und dann, wie er durchgeht und sich gegen zwei Abwehrspieler der Berliner durchsetzt. Doch der nächste Korb der Berliner sitzt auch, 58 zu 51, Timeout von Team ART Giants Düsseldorf und Coach Jonas und seinem Assistenten. Ja, es brechen die letzten Minuten des Spiels ein, die sogenannte Crunchtime. Es steht jetzt noch knappe 7 Minuten auf der Uhr. Entsprechend ist es wichtig, dass erstens Düsseldorf dran bleibt, zweitens, dass die Rückeroberung des Balles so oft wie möglich gelingt, um nochmal an Berlin vorbeizuziehen, vielleicht auch erst mit dem letzten Wurf. Das wird aber keine Rolle spielen. Wichtig, dass wir heute als Sieger vom Platz gehen und das dritte Spiel dann in Berlin, das Entscheidungsspiel, nächstes Wochenende spielen können. Da gibt es Zeit für Erholung, für Taktikanalyse und so dann doch noch den Einzug in die Final Four zu schaffen. Viertelfinale gegen Alba Berlin, Viertelfinale der Jugendbundesliga U16 Herren. Das heißt, ART Giants Düsseldorf gehört im Moment zu den 8 besten U16 Jugendmannschaften Deutschlands. Es wird gekämpft, gerackert um jeden Ball. Foulspiel für Lennart Schild, also Freiwürfe für Lennart Schild und Freiwürfe Foul gegen Berlin. Spielerwechsel Berlin, nur keine Freiwürfe für Lennart, sondern ein Einwurf für die Düsseldorfer von der Grundlinie. Freier Versuch von Lennart geht leider nur an den Ring. Das ist natürlich ein weiter Freiwurf für Düsseldorf, da ist natürlich, je später das Spiel wird, umso mehr Kraft kostet es, umso unpräziser werden auch die Dreier. Am Anfang des Spiels im ersten Viertel hat Düsseldorf alle Dreierversuche verwandelt. Damit konnten sie von Anfang gut dagegen halten. Gegen Alba und ausgleichen, in Zwischenzeit auch in Führung gehen. Nächster Dreierversuch von... Ja, der ist drin! Petros Apostolou, sauber! Unglaublicher Ball! Unglaublicher Ball! Und es steht 54 zu 58, da geht doch noch was. Das spüren auch die Jungs. Jetzt ist vor lauter Schreck sogar die Anzeigetafel verschwunden. Die Anzeige auf der Anzeigetafel ist wieder da. 54 zu 58 und noch 2 Punkte jetzt für Berlin und noch 5 Minuten 25 zu spielen. 54 zu 60, 6 Punkte Vorsprung für Berlin. Alles noch machbar in der zu verbleibenden Zeit. Man hat viele enge Spiele diese Saison gesehen, die meistens jedoch für die ART Giants Jungs mit einem Sieg ausgingen. Das wäre heute im Moment wichtig für das Einziehen ins Halbfinale, im Final Four. Aber das sieht momentan in diesem Augenblick nicht danach aus. 62 zu 54 für Alba Berlin. Ein Kraftakt ist jetzt noch notwendig, das werden die Jungs auch versuchen. Leider ein Fehlwurf. Das ist Thema der Konzentration, Müdigkeit. Ich sehe 3 Spieler auf dem Spielfeld. 4, die fast die ganze Zeit im Spiel waren, damit mit Sicherheit schon 25 Minuten Spielzeit haben oder bald über 20 Minuten. Das zehrt natürlich an den Kräften dieser jungen Spieler. Die beiden Coaches an der Seitenlinie von Düsseldorf gehen mit in den letzten Minuten dieses Spiels, versuchen nochmal die Jungs zu pushen,
Ein Dreierversuch der Berliner, der daneben, dem misslingt jedoch der Nachwurf. Doch, der wird auch wieder zurückerobert von Petros Apostolou und mit Manuel Voyang sind wir wieder im Angriff. Der nächste Dreierversuch der Düsseldorfer und der ist drin. Sensationell, 57-62. Eine unglaubliche Dreierquote im Laufe des Spiels haben wir bei den Spielern von RP Giants Düsseldorf gesehen. Die Berliner gingen meistens über ganz normale Korbleger und Fallwürfe in die Punktzahlen. Jetzt ist der nächste Foul gegen Düsseldorf. Uhr wird gestoppt bei 4 Minuten und 2 Sekunden. Spielstand 62-57 für Alba Berlin. Das sind 5 Punkte Unterschied. Alles noch machbar, jedoch jetzt erstmal Freiwurf die Nummer 17 der Berliner. Leander Schwalm mit 1,96 Meter, einer der großen Jungs aus der Berliner Mannschaft. Der verwandelt sicher seinen ersten Freiwurf. 63-57 für Alba. Ein weiterer Freiwurf folgt, der Nummer 17 von Alba Berlin. Konzentriert. Und der ist am Ring und die Düsseldorfer schaffen den Ball zurückzuerobern und es geht in den nächsten Angriff. Die letzten 10 Minuten sind angebrochen. Die entscheidende Zeit, der nächste Dreierversuch geht an den Ring, wird kurzfristig zurückerobert, doch die Berliner halten jetzt auch dagegen, sind jetzt wieder im Angriff. Ein sehr enges Spiel, ein sehr spannendes Spiel, auch für die Zuschauer bis jetzt, da keine der Mannschaften richtig ihr Ergebnis wegziehen konnte. Es war immer eng, immer wechselnde Führung im ersten und zweiten Viertel. Jetzt steht 57-63 aus der Sicht der Düsseldorfer. Und nächsten Freiwurf für die Nummer 5 aus Berlin für Elias Gross. Düsseldorf wechselt nochmal. Die Nummer 8 kommt rein. Matthew Banowetz für die Nummer 13 für Ege Wildan. Erster Freiwurf geht an den Wing bei dem Berliner Spieler. Der zweite geht rein, 64-57. Verbleiben noch 3 Minuten und 44 Sekunden in diesem Viertelfinalspiel der Jugendbundesliga ART Giants gegen Alba Berlin. Und der nächste Zweier wird markiert von Petros Apostolou. Ich sage ja, die Düsseldorfer Jungs bleiben dran, sie kämpfen bis zu Ende. Und es gibt die nächste Auszeit. Ich glaube diesmal auf der Seite von, habe ich gar nicht mitbekommen, von den Düsseldorfer oder von den Berliner. Eine Minute Pause für die Jungs zum Durchschnaufen und dann rein in die letzte und alles entscheidende Phase dieses Spiels. Heute am 1. Mai in der Comenius Dreifachhalle am Comenius Gymnasium hier in Düsseldorf. Man merkt den Zuschauer an, dass die Spannung noch auf beiden Seiten voll da ist. Jeder Ball wird gefeiert, jede Rückeroberung wird gefeiert, jeder Punkt. Die Stimmung ist tatsächlich Bundesliga-reif. Und wenn man die Historie der letzten 5 Jahre der Düsseldorfer Jungs sieht, ist sie hervorragend. Die in den letzten 5 Jahren hat man immer in der Jugendbundesliga mitgespielt und immer in die Hauptrunde mitgespielt. Entsprechend ist das Niveau der Mannschaft sehr hoch und auch des Spiels. Dieses die höchste Spielklasse, die es in der U16 gibt, die Jugendbundesliga, das heißt die besten Spieler spielen in dieser Liga. Wir sehen sie heute hier. Wir sehen jetzt wieder einen Gegenangriff der Berliner. Ein Angriff der Berliner. Und Rückeroberung über Petros Apostolou. Es gibt die Möglichkeit, jetzt näher zu kommen an die 64 Punkte der Berliner Dreierversuch. Und der ist drin! 62-64. Jetzt ist es psychologisch, kippt jetzt das Spiel. Petros Apostolou mit dem nächsten Dreier. Berliner werden leicht nervös. Das sieht man sofort. Schrittfehler der Berliner. Die Düsseldorfer sind wieder dran. Einwurf der Düsseldorfer von der rechten Seitenauslinie.
Okay, gut. Weiter geht's. 2 Minuten 55, 62 zu 64. An Spannung ist dieses Spiel nicht zu überbieten. Einwurf der Düsseldorfer und der nächste Versuch, um endlich wieder in Führung zu gehen in diesem entscheidenden Spiel. Das wäre meisterlich, das wäre genial, wenn wir das dritte Spiel in Berlin dann... Oh, leider nicht. Wurf von Lennart Schild. Punkteversuch von Lennart Schild. Die Berliner wieder im Angriff. Wichtig wäre jetzt, diesen Ball abzunehmen, ohne dass die Berliner weiter punkten können, um vielleicht dann in den letzten Sekunden... Ja, die Düsseldorfer sind dran. Und es ist Ball für Düsseldorf. Einwurf für Düsseldorf. 2 Minuten 22. Spielerwechsel Berlin. Man versucht, frische Leute für die Defense noch aufs Spielfeld zu bekommen, auf Seiten der Berliner. Die Zuschauer stehen mittlerweile, der größte Teil der Zuschauer steht mittlerweile und pusht die Mannschaft in die letzten Minuten. Ein Foul gegen Berlin für Düsseldorf. Und es geht mit dem nächsten Einwurf weiter, der Düsseldorfer in der Hälfte von Alba Berlin. Die Jungs gefallen mir momentan ganz gut. Die Körpersprache hat die ganze Zeit auf Kampf und auf Sieg gestanden. Sie kämpfen weiter, sie sind selbstbewusst, sie treffen ihre Dreier. Der nächste Versuch wird gleich folgen. Ein Dreier von ganz weit weg, leider nicht. Die Defense steht. Irgendwas stimmt nicht mit der 24-Sekunden-Uhr. So, jetzt wird die Technik wieder eingenordet. 24 Sekunden für den nächsten Angriff der Berliner. Verbleibende Spielzeit 2 Minuten und 3 Sekunden. Düsseldorf versucht viel zu stören, früh an den Ball zu kommen, den Ball zu erobern. Die Berliner tanken sich durch. Die Nummer 8, ich sagte, kommt gerade rein, frisch, markiert die nächsten 2 Punkte. Düsseldorf zieht aber direkt nach, geht in den Kampf, um den nächsten Korb zu markieren. Manuel Boyan für den nächsten Dreier, leider nur an den Ring, jedoch Rückeroberung und dann flutscht der Ball der Nummer 47 durch die Hände, durch die Beine ins Seiten aus. Berliner haben den nächsten Einwurf, die Halle kocht, die Stimmung ist super, die Defense muss stehen und dann ist alles noch drin. 2 Punkte, 4 Punkte Führung für die Berliner, 66 zu 62. Wenn unsere Jungs wieder einen Dreier markieren würden, wären wir auf einen Punkt dran. Aber momentan ist es noch nicht so weit. Aktuell sind noch die Berliner dran. Ball wird zurückerobert, jedoch von Lennart Schild. Und er geht direkt im Tempo Gegenstoß zusammen mit Manuel Boyang. Der versucht direkt an den Korb zu gehen und wird gefoult. Foul für Düsseldorf gegen die Nummer 10 der Berliner. Freiwurf für Manuel Boyang, 1 Minute 20. Wichtige Momente, wichtige Punkte können dies sein. In dem verbleibenden 1 Minute 20, wenn er die beiden versenkt, dann hätten wir 2 Punkte Differenz. Das ist mit einem Dreier sogar schon der Sieg drin. Der erste Wurf ist drin, sauber, 63 zu 66 aus der Sicht der Düsseldorfer. Manuel trifft seinen ersten Freiwurf. Am Anfang des Spiels war es noch alles ein bisschen zögerlich. Jetzt ist er sicher dran und der zweite sitzt auf, 64 zu 66 aus der Sicht der Düsseldorfer. Das ist eine echte Crunch Time, 1 Minute 18 und jetzt... geht es direkt auf die andere Seite zu der Freiwürfe der Berliner. Ich sagte, in dieser Spielzeit werden wir viele Unterbrechungen, viele Freiwürfe sehen. Das ist typisch für diese Zeit des Spiels. Die Nummer 5 verwandelt sich ja, Elias Gross. 3 Punkte Führung für die Berliner, 1 Minute 18 auf der Uhr. Lässt sich nicht stören von den Zuschauern und verwandelt auch den zweiten sicher. Auszeit der Düsseldorfer, um die letzten taktischen Anweisungen zu besprechen. Bei einer 4-Punkte-Führung muss einiges noch passieren. 1 Minute 18, da können noch 2-3 Angriffe gehen. Da kann auch noch ein Dreier fallen. Alles noch drin. Die Zuschauer sind voll dabei. Die Spieler sind hochkonzentriert. Zwischendurch ist es mucksmäuschenstill bei entscheidenden Würfen.
Düsseldorf hat schon viel erreicht, indem sie jetzt zu den 8 besten Mannschaften der U16 in dieser Saison gehören in Deutschland. Der Zusammenschluss von ART Düsseldorf und Giants Düsseldorf hat neue Potenziale bei den Herrenmannschaften freigesetzt, die So, es geht aufs Spielfeld für die letzten 78 Sekunden, 1 Minute 18 in dem Viertelfinalspiel ART Giants Düsseldorf gegen Alba Berlin U16 Jugendbundesliga, die höchste Liga in dem Alter, die man spielen kann. Coach Jonas schickt wieder seine Spieler aufs Spielfeld, um die letzten Sekunden des Viertelfinals zu bestreiten. Körpersprache ist gut. Da wird noch einiges passieren. Ein guter Versuch. Leider geht er aus dem Korb raus. Das ist so ärgerlich in dieser Phase des Spiels. Angriff der Berliner. Die nehmen ein bisschen Tempo raus. Die wollen natürlich auch ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen. 68 zu 64. Er geht ins Aus. Einwurf für Berlin. 1 Minute genau noch. Und Spielerwechsel für Berlin. Die Düsseldorfer stemmen sich mit allen Kräften daneben. Sie haben den Ball zurückerobert. 51 Sekunden noch zu spielen. Sehr, sehr, sehr aufregendes Spiel und knappes Spiel. Den Zuschauern wurde alles geboten, was ein Basketballspiel bieten kann. Jetzt wird gefoult. Das heißt, die Uhr stoppt bei 38,9 Sekunden. Die nächsten Freiwürfe für Düsseldorf. Es ist spannend. Es bleibt spannend. Es ist ein echtes Basketballspiel. Sollte wir einen Ausgleich haben in letzter Sekunde, dann gibt es Spielverlängerung. Bis dahin ist noch ein bisschen was. Nächste Freiwürfe für Petros Apostolou. Bis jetzt ein sicherer Schützer in diesem Spiel und sauber. Er macht den markierten nächsten Punkt. 65 zu 68 für, aus der Sicht der Düsseldorfer. 68-65 führt Alba Berlin im zweiten Spiel. Erstes Spiel in Berlin wurde gewonnen. Beim zweiten Sieg stellen sie in den Final Four. Im Halbfinale. Und der zweite Punkt ist auch drin. Jetzt wird es ganz, ganz, ganz spannend. 2 Punkte Vorsprung. 38 Sekunden zu spielen. Jetzt versucht Düsseldorf, erobert den Ball und geht zu dem Korb mit dem nächsten Versuch. Ja! Ja, lieber Zuschauer! 68 zu 68. Jetzt Konzentration in der Defense. 29 Sekunden. Mit Eroberung der Düsseldorfer. Lennart Schild wird geblockt. Und Düsseldorf bekommt einen Punkt zugesprochen, weil, mein Güte, ganz hektisch jetzt, die Anzeigetafel ist ausgefallen, wir sehen kein Ergebnis, es gibt einen Punkt für Düsseldorf, technischen Punkt für Düsseldorf, oder? Habe ich irgendwas falsch verstanden? 68 zu 68, 20 Sekunden zu spielen, auf der Anzeigetafel 68 zu 68, also habe ich doch irgendwas falsch verstanden, ja. Aufregung ist groß, 20 Sekunden zu spielen, die Defense steht ganz eng. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ach so, es gibt einen Freiwurf für Düsseldorf, Manuel Boyang. Freiwurf für Düsseldorf, 20 Sekunden vom Spielende und der Erste geht an den Ring. Wahrscheinlich hat er noch einen, nein, keinen zweiten Wurf. Auszeit Berlin. Jetzt letzte taktische Scharmützel, 20 Sekunden noch zu spielen. Taktische Besprechungen.
Was jetzt passieren kann, ist, dass wenn Berlin jetzt im Angriff ist, sie das Spiel so lange hinauszögern, bis kurz in der letzten Sekunde ein Wurfversuch. Was? So, noch 5 Sekunden der Auszeit und dann die letzten 20 Sekunden dieses Spiels oder die letzten 20 Sekunden und dann noch die Verlängerung dieses sehr spannenden Spiels. Jungs haben die ganze Zeit super dagegen gehalten, sie haben nicht aufgegeben, haben gekämpft und der Lohn ist jetzt da mit 68-68, 20 Sekunden vor dem Ende des Spiels, 20,3 Sekunden, die Zuschauer stehen. Sie werden mit ihren Fans, mit dem Spieler mitgehen bis zur letzten Sekunde und hoffen auf den Sieg. Coach Jonas, letzte taktische Anweisungen. Es wird wahrscheinlich sehr hoch. Einwurf für, wenn ich sehe, sogar für Düsseldorf. Einwurf für Düsseldorf. So, Apostolou hat den Ball, 20 Sekunden. Die Berliner versuchen ganz hoch zu decken und leider ein Fehlpass der Düsseldorfer. Das ist jetzt ganz bitter. Auszeit Berlin. Das ist jetzt ganz bitter. Sie können nämlich die Uhr runterspielen, die 13 Sekunden. Das heißt, die Düsseldorfer müssen jetzt nochmal aufs Feld und nochmal versuchen, ganz hoch gegenzuhalten und den Ball schnell zurückerobern für den entscheidenden Wurf oder zumindest in der Defense so gut zu stehen, dass keine Punkte mehr fallen in diesem Spiel. Das würde bedeuten Verlängerung des Spiels. Es gibt auf jeden Fall eine Entscheidung des Spiels heute hier. Es entweder für Düsseldorf oder für Berlin. Spannend. Die Zuschauer stehen, die Kinder, die Jugendlichen, die hier sind, fiebern mit, erleben ein beispielhaftes Spiel für den Basketballsport, ein sehr positives Spiel, Dramatik, Spannung, Action, genau das, was diese Sportart ausmacht und hoffentlich noch viele Kinder und Jugendliche zu den Düsseldorfer Vereinen bringen, zu RP Giants Düsseldorf, um in der Zukunft noch besser dazustehen, noch mehr Nachwuchs zu haben, um noch mehr für die erste Mannschaft aufbauen zu können und für alle anderen Mannschaften. Die Jungs pushen sich, sie kommen völlig konzentriert aufs Spielfeld, stehen als Erster in der Defense. Alba hat Einwurf auf der Hälfte der Düsseldorfer, sie decken sehr eng. Sie wollen natürlich diese letzten Sekunden von der Uhr nehmen. Keine Punkte für Alba oder auch einen letzten Punktgewinn für Düsseldorf. Düsseldorf versucht, Alba hat einen Dreierwurf, der geht daneben, es wird wieder geblockt. Nein, wir gehen in die Verlängerung, liebe Zuschauer. Eine Sekunde nach dem Abschluss fiel noch ein Korb, wir gehen aber in die Verlängerung, der Korb wurde nicht gewertet, die Uhr war abgelaufen, es hat geklingelt, die Uhr hat geläutet. Es geht 2 Minuten Pause und es geht in die Verlängerung. Es bleibt spannend. Es ist ein unglaubliches Spiel hier in Düsseldorf heute im Viertelfinale der Jugendbundesliga U16. Es wird viel diskutiert natürlich mit den Schiedsrichter auf der Seite der Berliner. Die hätten gerne natürlich diesen Korb in der letzten Sekunde gerne gehabt. Aber dem ist nicht so. Hartes Spiel, es geht in die Verlängerung, wir sind gespannt auf die nächsten Minuten. Jetzt ist natürlich die Psychologie des Heimspiels, der Heimspielmannschaft da. Es wird mit Sicherheit sehr, sehr, sehr spannend werden. Düsseldorf konnte ihr
Heimvorteil ausspielen, nachdem sie vor zwei Tagen 87 zu 50 verloren haben in Berlin. Haben sie jetzt die Chance, nach einem sehr spannenden Spiel, nach den ersten 40 Minuten, 68 zu 68, haben sie jetzt die Chance, mit konzentrierten letzten, ich glaube, 5 Minuten das Spiel für sich zu entscheiden. Und Coach Jonas mit den letzten taktischen Anweisungen, er schickt seine stärksten Leute aufs Spielfeld. Das ist natürlich hart für die Jungs, auch konditionell, dann nochmal jetzt in 5 Minuten in die Verlängerung zu gehen. Jedoch der Vorteil des Ganzen ist, das Spiel kann gewonnen werden. Die Halle steht Kopf, die letzten 5 Minuten, also die 5 Minuten der Verlängerung brechen gleich an. Düsseldorf hat die Chance, ins Halbfinale der Deutschen Meisterschaften einzuziehen. Mit einem Sieg heute und mit einem weiteren Sieg im nächsten Wochenende in Berlin. Es geht auf den Korb der Berliner. Lennart macht markiert den nächsten Wurf. Leider ist er nicht drin. Macht nichts für uns, direkt ab in die Defense. Sich dagegen stellen und dagegen stemmen. Und die nächsten Punkte markieren. Ja, der Ball ist zurück bei den Düsseldorfer, die gehen in den Angriff. Taktisch wird abgebremst. Petros zu Manuel. Manuel baut das Spiel wieder auf durch die Mitte. Petros Apostolou zum nächsten Korbversuch. Er tankt sich mit seiner ganzen Kraft durch. Manuel Boyang. Petros Apostolou zum nächsten Dreier. Ja, sauber! Lieber Zuschauer, der ist drin, 71 zu 68, das erste Mal die Führung seit dem ersten Viertel wieder für Düsseldorf und das in der Verlängerung in den letzten 5 Minuten des Spiels. Jetzt merkt man den Heimvorteil, jetzt wird gut geblockt von der Nummer 10 von Lennart, jedoch bekommen die Berliner zwei Freiwürfe zugesprochen oder einen Einwurf von der Grundlinie. Die Quote der Dreier der Düsseldorfer heute, die ist unglaublich. Also mit Sicherheit haben sie nicht alle getroffen, aber gefühlt 90% der Dreier sind heute rein und entsprechend konnten sie immer dranbleiben an den Berliner und immer wieder aufholen, immer wieder ausgleichen, immer wieder psychologisch dagegenhalten. Und Berlin verwirft den ersten Freiwurf, die Nummer 17 der Berliner, Leander Schwan. Jetzt merkt man auch die Nervosität in der Overtime, also in der Verlängerung. Natürlich ist die Heimspielhalle der Düsseldorfer steht Kopf und versucht natürlich durch Lautstärke und so weiter auch abzulenken. Jetzt bekommt der Spieler erneute 2 Freiwürfe zugesprochen. Das liegt wahrscheinlich daran, weil die Zuschauer hinter dem Korb zu nah an dem Spielfeldrand waren. Ach ja, es wurde geblendet quasi und deswegen gibt es 2 neue Freiwürfe. Das ist natürlich nicht fair, aber die Emotionen kochen hoch hier in Düsseldorf. Der erste Sitz der Berliner, 71 zu 69 in dieser Phase. Natürlich versuchen die Zuschauer der Düsseldorfer, für die Düsseldorfer laut zu sein, aber natürlich auch bei den Freiwürfen den Gegner abzulenken. Das ist im Basketball völlig normal. Er lässt sich nicht ablenken. 71 zu 70 steht. Düsseldorf führt 71-70, 3 Minuten 57 noch. Apostolou geht durch. Lennart versucht sich durchzutanken. Die Nummer 8 der Düsseldorfer hat jetzt den Ball zu Manuel Boyang. Noch 9 Sekunden zu dem nächsten Korb. John Zeiget mit dem Dreier. Ja! Ja! Der Dreier ist drin! 47 zu 74 zu 70 für Düsseldorf. Es wurden nur 2 Punkte gewertet. Auch egal. 73 zu 70 für Düsseldorf. Düsseldorf führt. Die Berliner werden nervös. Man merkt Chipfehler. Nein, aber der
Rückeroberung des Balles durch Düsseldorf. Düsseldorf hält den Ball fest, Lennart hat den Ball. Düsseldorf geht mit gehobenem Haupt, mit voller stolzer Brust in diese letzten Minuten. Sie führen 73-70, sie kämpfen, sie beißen, sie sind dran. Der nächste Dreier versucht der Düsseldorf und der ist auch drin! Der ist auch drin! Der ist auch drin! Es wird gewertet, ein Dreier, 76-70 für Düsseldorf. Liebe Zuschauer, fantastisch, die Jungs haben die Nerven bewahrt. Sie kämpfen, sie rackern, sie gehen in die Defense. Sie machen natürlich auch ein unglaubliches Spiel jetzt da vorne. Die Nerven halten. Sie treffen jetzt in den entscheidenden Minuten die entscheidenden Bälle, die entscheidenden Punkte. Man merkt, dass Berlin ein wenig nervös wird, oder auch die wissen, sie können diese Punktezahl immer noch aufholen. Dreier versucht der Berliner an den Ring. Düsseldorf hat den Ball zurückerobert. Ein Spieler der Berliner liegt auf dem Boden, scheinbar verletzt. Berliner Betreuung ist bei ihm. Das Spiel geht weiter, Düsseldorf immer noch im Angriff. Es wurde kein Foul gewertet, daher ist jetzt nur ein Wechsel. 2 Minuten 47, 76 für 70 für Düsseldorf. Sie haben sich unglaublich reingekämpft, reingespielt, reingearbeitet, wieder im dritten und im letzten Viertel, im vierten Viertel in der Kahnstein. Sie haben nie aufgegeben, sie haben an sich geglaubt. Jetzt wird nur einmal kurz der Boden hinten sauber gewischt, damit keiner ausrutscht beim nächsten Angriff. Spiel geht weiter. Einwurf für Düsseldorf. Mit Petros Apostolou. Der Ball geht zu Lennart. Lennart Schild. Gute Arbeit. Manuel Boyang zum nächsten Dreier, der leider nicht gelingt. Berlin erobert den Ball wieder. Defense-Arbeit der Jungs jetzt gefragt auf der Düsseldorfer Seite. Zuschauer gehen natürlich jetzt mit. Dreierversuch der Berliner, der nicht drin ist. Berlin erobert den Ball jedoch zurück. Die Nummer 8 der Berliner. Cedric Düsseldorf hat den Ball über Lennart. Der kämpft sich am Boden durch gegen zwei andere Jungs. Und es gibt Einwurf für Freiwurf für Berlin. Es wurde als Foul gewertet von Lennart, der nichts anderes gemacht hat als auf dem Boden um den Ball gekämpft, fast schon in Judo-Manier. Andere Berliner Spieler haben sich draufgeschmissen und letztendlich wird das von den Schiedsrichter am Ende gewertet als Foul von Lennart gegen die Berliner. Zwei Freiwürfe, wenn ich das richtig sehe, für Berlin. Die Zuschauer, der erste Freiwurf geht daneben, Zuschauer jubeln. Die Düsseldorfer Zuschauer natürlich. Und der zweite Freiburg. 2 Minuten 13 noch. Der zweite ist auch am Ring. Berlin erobert den Ball zurück. Nächstes Foul gegen Düsseldorf, gegen Manuel Boyang. Was in diesem Augenblick und diesem Spielstand gar nicht schlecht ist, den Rhythmus des Gegners immer wieder zu stören, gar nicht erst zu einem Angriff kommen zu lassen, die der Gegner wieder aufbauen könnte. Freiwürfe sind oft schwieriger zu markieren als normale Angriffe. Das weiß jeder, der Basketball spielt. Die Nervosität ist groß. Alle Zuschauer schauen auf einen. Der erste Freiwurf ist drin, 71-76 aus der Sicht der Berliner. Der zweite Freiwurf ist aus drin, 72-76 aus der Sicht der Berliner. Wichtig wäre jetzt, dass keine Hektik bei den Düsseldorfer ausbricht und dass die nächsten Punkte markiert werden, damit hier weiterhin eine komfortable Führung besteht. Noch 2 Minuten, 76-72 aktuell der Spielstand für die Düsseldorfer. Lennart macht das mit Ruhe, rutscht da aus. Manuel Boyang tankt sich da durch. John Zeige versucht den Dreier, aber leider nicht direkt in die Arme eines Berliner Spielers. Kräfte lassen nach, Konzentration. Jetzt ein Dreierversuch der Berliner. Der ist drin und es steht 75-76 aus der Sicht der Berliner. Jetzt müsste der nächste Korb der Düsseldorfer kommen. So ist das im Basketball. Das Blatt kann sich sehr, sehr schnell, blitzartig wenden. Foul für Düsseldorf.
John Zeige tankt sich da durch. Zwei Spieler gehen auf ihn drauf. Foulspiel für Düsseldorf. Jetzt kann ich noch nicht genau sehen, ob es Freiwürfe sind oder Einwurf für Düsseldorf. Es ist Einwurf für Düsseldorf von der Grundlinie der Berliner. Ein nächster Korb müsste zur Beruhigung der Nerven her. Auf Seiten der Düsseldorfer. Lennart mit Ruhe. Es sind noch 7 Sekunden bis zum Wurf, bevor die Uhr abgespielt wird. Die Berliner erobern den Ball zurück. Gehen in den Angriff. Defense-Arbeit der Jungs, die kommen jetzt nicht mehr dran. Unter Korb sitzt 77-76 Führung der Berliner. Das Spiel ist mal wieder gekippt in die andere Richtung. Die Berliner führen. Die Düsseldorfer liegen einen Punkt zurück, sind aber im Angriff. Werden versuchen jetzt den nächsten Dreier zu markieren, den nächsten Zweier zu markieren. Beide kommen aus dem Korb wieder raus. Das ist diesmal wirklich Pech in dieser Phase für die zwei Jungs, die geworfen haben. Es wäre wichtig gewesen, sie waren so nah dran. Es ist der nächste Dreierversuch der Berliner, der geht an den Ring. Ball wieder bei Düsseldorf. Düsseldorf hat den nächsten Angriff. 41,6 Sekunden noch zu spielen. Ein Punkt Rückstand für Düsseldorf und ein Wurf für Düsseldorf. Da ist noch alles drin. Zuschauer sind hier nervös. Die ersten schauen weg, halten sich die Augen zu. Sie werden es an der Stimmung gleich hören, ob es geklappt hat. Noch 34 Sekunden. Das heißt, auf jeden Fall muss der Angriff abgeschlossen werden. Noch und es bleibt noch Zeit für einen Gegenangriff oder für ein... Ja! Dreier von Manuel Boyan, unglaublich, liebe Zuschauer, 79-77, es sind noch 22,9 Sekunden auf der Uhr, bedeutet, wir haben momentan 2 Punkte Vorsprung, 22,9 Sekunden zu spielen, Timeout für Berlin, ein normaler Korbleger würde Berlin nicht reichen, um dran zu kommen, ein Dreier würde den Sieg bedeuten, doch ein Zweier würde eine weitere Verlängerung bedeuten, ansonsten müsste der angreifende Spieler gestoppt werden, auch vielleicht auf Kosten eines Fouls, weil dann hätte er 2 Freiwürfe. Bei den Freiwürfen spielt wieder die Nervosität eine Rolle. Da kann also noch alles passieren in diesen letzten 22,9 Sekunden. Die Stimmung in der Halle in Düsseldorf exzellent. Die Zuschauer bekommen ein unglaubliches Basketballspiel geboten auf Bundesliga-Niveau mit Tricks, mit guter Defense-Arbeit, mit vielen Dreier, sehr spektakulär. Für die Berliner, die lange Reise angetreten haben, auch ein sehr spannendes Spiel. Die Hoffnung ist ja immer noch da, dass sie direkt heute schon ins Halbfinale einziehen. Das wollen wir aus Düsseldorfer Sicht nicht hoffen. Die Jungs haben so gut dagegen gehalten. Jetzt werden sie wohl diese 22,9 Sekunden auch noch dagegen halten. Die Zuschauer kommen, Standing Ovations für die Mannschaft. Jetzt schon alle stehen, die ganze Halle steht, die ganze Halle fiebert mit. Wahrscheinlich der letzte Angriff der Berliner. Ich bin gespannt auf die taktischen Vorgaben von Coach Jonas. Ein Dreier sollten sie auf keinen Fall zulassen aus der Distanz. Das wäre tödlich. Alles andere würde sie noch im Spiel halten. Es wird versucht durchzutanken, zum Zweier durchzugehen. Berlin verliert den Ball. Ein Dreierwurf geht ran. Berliner Düsseldorf hat den Ball zurück und kann den Ball halten. Manuel Boyan wird gefoult. 5 Sekunden noch auf der Uhr. Oh Mann, ich dachte, er geht durch und verliert den Ball und dann wird es nochmal eng geworden. Er bekommt aber Freiwürfe zugesprochen. Bedeutet 5,4 Sekunden im Spiel. Puh, Freiwürfe für Düsseldorf. Manuel Boyan steht an der Freiwurflinie. Sollte er den ersten treffen, ist das Spiel wahrscheinlich entschieden. Sollte er beide treffen, ist so gut wie gar nichts mehr drin. Und er trifft den ersten Ball! 80-77 für Düsseldorf. Sauber, Manuel. Und jetzt noch einen. Da macht den Deckel zu. Die Nerven halten. Er trifft auch den zweiten. 81-77. 4 Punkte Vorsprung für Düsseldorf. Jetzt den Dreier der Berliner halten. Es gibt auf der Uhr noch 0,1 Sekunden. 81-80. 0,1 Sekunden, da bin ich jetzt aber mal gespannt, das ist ja Spannung pur, das ist alles, was man als Basketball-Fan und Zuschauer so sehen möchte, 81-80, den Ball, den Dreier getroffen,
Düsseldorf führt mit einem Punkt. Normalerweise bringt Düsseldorf jetzt den Ball wieder ins Spiel. Sie müssen eigentlich nur ein, zwei Sekunden den Ball halten. Ich bin gespannt, was die Schiedsrichter jetzt noch an Zeit ändern oder vorgeben. Die Coaches stehen bei den Mannschaften, stehen die Zuschauer stehen. Es ist ein unglaublich emotionales Spiel, ein unglaublich spannendes Spiel, was wirklich alles bietet, was der Basketballsport zu bieten hat. Es sind noch zwei Sekunden auf der Uhr. Düsseldorf hat einen Wurf. Das müsste taktisch jetzt noch zu besprechen sein. Jonas nimmt noch mal eine Auszeit. Zwei Sekunden den Ball zu halten, hört sich im ersten Augenblick leicht an. Ist es gar nicht, weil die Gegenspieler werden versuchen, den Spieler, der den Ball ins Spiel bringt, mit allen Mitteln zu decken und dem den Ball abzunehmen, um einen allerletzten Versuch noch zu haben, Wurfversuch zu haben. Das heißt, taktisch wird jetzt eigentlich eher besprochen, wie halte ich den Ball zwei Sekunden nach dem Einwurf, dann ist der Sieg da und dann ist das entscheidende dritte Spiel in Berlin am nächsten Wochenende. Das hätte nach dem letzten Ergebnis des letzten Wochenendes in Berlin keiner geglaubt. Da gewannen die Berliner 87-50. Es sah alles nach einem deutlichen Sieg aus. Es war ein deutlicher Sieg. Es sah alles danach aus, dass es keine Probleme geben wird im zweiten Spiel gegen die Düsseldorfer Mannschaft. Aber im Basketball ist der Heimvorteil ein wirklich sechster Spieler oder ein sechster, ich weiß nicht, der Heimvorteil ist enorm wichtig im Basketball. Die Psychologie spielt eine Rolle. Die Zuschauer, die Stimmung, der Support, die Psychologie der Jungs, die zu Hause spielen. Warten wir jetzt die letzten zwei Sekunden ab. Düsseldorf hat einen Wurf. Es ist spannend. Man kann das Knistern förmlich spüren. Alle Mannschaften stehen, alle Zuschauer stehen, natürlich stehen auch alle Mannschaften. Zwei Sekunden, vielleicht versucht Düsseldorf sogar noch einen Wurf. Ich kann es nicht sagen, aber es ist halt unglaublich, unglaublich spannend. Das Düsseldorfer haben den Ball, halten den Ball fest. Das Spiel aus! Düsseldorf gewinnt! 81-80! Es gibt ein drittes entscheidendes Spiel in Berlin. Unglaublich gekämpft. Kompliment an die Jungs. Hier ist fast schlecht vor Aufregung. Unglaubliches Spiel. Sie haben geschafft, was keiner mehr geglaubt hat. Mit diesem Kader gegen den unglaublichen, ausgeglichenen Kader der Berliner haben sie ein Krimi gewonnen mit 81-80 nach 5 Minuten Verlängerung. Sie haben während des Spiels, glaube ich, ein einziges Mal oder zweimal dann einmal geführt im ersten Viertel und das zweite Mal dann kurz im vierten und ich glaube, das dritte Mal gab es die Führung erst in der Overtime, also in der Nachspielzeit. Das ist Basketball, das ist unglaublich und das war wieder eine Werbung für den Basketballsport, für die Jugend, für die Kinder, unglaublicher Sportgeist für die Düsseldorfer, insgesamt für die Zuschauer, für die Stadt, ein hervorragendes Ereignis. Es gibt ein drittes und entscheidendes Spiel in Berlin. Wir fordern alle Zuschauer auf, die Möglichkeit haben, mitzufahren nach Berlin. Da wird auf der Seite der ART Giants mit Sicherheit auch Spielort und genaue Daten angegeben sein. Und wir drücken den Jungs die Daumen in Berlin. Ich denke, mit diesem Erfolg im Rückspiel werden sie mit erhobenem Haupt und mit breiter Brust nach Berlin fahren und mit Sicherheit auch die Chance haben, weil es die Berliner nervös sind, das ist das dritte Spiel, Heimpublikum, die Chance haben, dann das dritte Spiel für sich zu entscheiden und damit zu den Final Fours zu fahren nach Frankfurt. Liebe Zuschauer, mit diesen schönen Bildern und mit diesem unglaublichen Ergebnis 81-80 in dem Viertelfinalspiel ART Giants Düsseldorf gegen Alba Berlin im Viertelfinalspiel der JBBL Jugendbundesliga, die höchste Liga, die man in dem Alter spielen kann, verabschiede ich mich und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Feiertag und bleiben Sie uns treu und besuchen Sie uns immer wieder zu unseren Heimspielen bei ART Giants in unserer Festung. Und alles Gute den Jungs für das Spiel in Berlin. Und wir hoffen, die Jungs dann im Final Four in Frankfurt zu sehen.
Ihnen alles Gute, schönen Feiertag noch. The second time ever the Men's World Cup is held in Germany, Düsseldorf.